Eigentlich wollte der SC Freiburg in diesem Sommer keinen Leistungsträger abgeben. Bei Charles Soyuncu hatte der Sportclub aber schlichtweg keine andere Wahl. Den Finger drauf lassen die Verantwortlichen in jedem Fall bei Yannick Haberer, der angeblich bei einem Konkurrenten auf dem Zettel steht, 21 Millionen Euro Ablöse plus etwaig mögliche Boni und eine Beteiligung am Weiterverkauf bei Charles Soyuncu musste der SC Freiburg nicht lange zögern. Der Türke wechselte für genannte Modalitäten auf die Insel und schloss sich dort bis 2023 dem Premier League Club Leicester City an. Weitere Säulen des Teams sollen in diesem Sommer nicht mehr abgegeben werden. Zu den Mosaiksteinen von Christian Streich gehört unter anderem Mittelfeldmann Yannick Haberer. Mit der Qualität und Energie, die er auf den Platz bringen kann, ist er ein ganz wichtiger Baustein, erklärt Sportvorstand Jochen Seyer dem Kicker. Neues Gewinnspiel Folge at 90 Minuten. Geh auf Twitter und retweet diesen Tweet, um ein Bundesliga-Trikot deiner Wahl zu gewinnen. Das Gewinnspiel läuft bis zum 24. August. Der Gewinner wird automatisch ermittelt und anschließend bekannt gegeben. pic.twitter.com/mecker6ccg5kl 90 Minuten der at 90 Minuten. Der 13. August 2018 Haberer spielte sich schon nach seinen starken Auftritten bei der U21-Europameisterschaft im vergangenen Jahr in den Fokus anderer Clubs. Mit 1:0 besiegte die Auswahl von Stefan Kunz Spanien im Finale, Haberer kam im Turnierverlauf dreimal zum Einsatz 189 Spielminuten. Seyer weiß, Yannick hat sich auf eine interessante Plattform gespielt, das ist auch gut so, auf dieser Plattform scheint unter anderem Borussia Mönchengladbach zu werkeln. Nach Informationen des Kicker interessieren sich die Fohlen für eine Verpflichtung Haberers, der an der Dreisam noch bis 2020 vertraglich verankert ist. Es gab keine Überlegung, ihn abzugeben, erklärt Seyer, der gleichwohl auf Gespräche bezüglich einer Vertragsverlängerung verweist. Die Voraussetzungen dafür sind gut, Yannick ist ausgeruht.